Hallo, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid auf dem Kanal Mathepool. Heute geht es weiter in der Serie Schriftliche Aufnahmeprüfung ETH Zürich. Wir kommen zur Aufgabe 2 der Aufnahmeprüfung Herbst 2011. Und da haben wir folgende Aufgabe gegeben. Gegeben ist die Funktion f von x gleich e hoch x. Im Punkt A, das ist gegeben mit x0, f von x0, das ist eben y0, mit x0 kleiner 0 auf den Graphen von f von x wird die Tangente gelegt. Die Tangente begrenzt zusammen mit den Koordinatenachsen ein Dreieck im zweiten Quadranten. Bestimmen Sie die maximale Dreiecksfläche. Gut, kommen wir zur Lösung. So, hier haben wir die Aufgabe nochmal gegeben und hier kommen wir zur Lösung. Als erstes natürlich wollen wir den Graphen zeichnen. Hier haben wir die Funktion f von x gleich ex, die geht natürlich durch den Punkt x gleich 0, y 1, e hoch 0 ist eben 1. Hier nehmen wir an, das ist der Punkt A, also wo gesucht ist, damit dieses rot gefärbte Dreieck maximal wird. Und das Dreieck haben wir mit B, C und D beschrieben. Hier noch rot die Tangente. Als ersten Punkt erkennen wir, dass die Steigung der Tangente eben der Steigung des Graphen entspricht. Gut, also wir haben f von x0 gleich e hoch x0 und f' von x0 wiederum e hoch x0. Wir wissen, dass die e-Funktion e hoch x abgeleitet wieder die e-Funktion ergibt und das Integral über e hoch x eben auch. Das ist ja das Besondere bei der e-Funktion. Und so kommen wir zur Geradengleichung der Tangente. Yt von xt ist gleich e hoch x0, das haben wir hier, ist ja die Steigung k, mal xt plus d. Jetzt möchten wir natürlich d bestimmen, das kennen wir nicht. Wir wissen aber, dass yt an der Stelle x0 gleich e hoch x0 ist, weil genau an dieser Stelle, das wissen wir ja am Punkt A, das ist der Punkt, wo die Tangente und der Graph gemeinsam haben. Und der Graph nimmt an der Stelle x0 gleich den Funktionswert e hoch x0 an. Also muss das auch der Wert der Tangente sein. Und daraus folgt, wenn ich das hier jetzt so einsetze für x0, e hoch x0 ist gleich e hoch x0 mal jetzt wieder x0 plus d. Und wenn ich das umstelle, kann ich d bestimmen und das ist e hoch x0 mal Klammer 1 minus x0, Klammer geschlossen. Gut, damit haben wir d bestimmt. Jetzt können wir die Tangentengleichung hinschreiben. Da verwenden wir wieder diese Gleichung hier. Also wir haben yt von xt gleich e hoch x0 mal xt plus, und jetzt dieser Wert hier, e hoch x0 mal Klammer 1 minus x0, Klammer geschlossen. So, wenn wir jetzt zurück zum Graphen gehen, also die Länge von CB ist genau dieser Wert hier. Und das ist also genau D. Und D haben wir ja bestimmt, ist e hoch x0 mal Klammer 1 minus x0, Klammer geschlossen, haben wir diesen Wert. Jetzt ist noch DB gefragt. Die Strecke DB ist ja genau jener Wert, wo die Tangente durch die x-Achse verläuft, also wo der Funktionswert 0 ist. Und wenn wir diesen Wert haben, haben wir auch die Strecke dB und über CB und DB können wir die Fläche des Dreiecks bestimmen. Da
kommen wir jetzt gleich dazu, erst noch db. Also wie gesagt, der Funktionswert ist 0 und das ist gleich eben diesem Ausdruck hier, e hoch x0 mal xt plus e hoch x0 mal 1 minus x0. Das können wir jetzt auf xt umstellen, da kürzt sich, das haben wir hier gemacht, da kürzt sich e hoch x0 und das gibt minus Klammer 1 minus x0 Klammer geschlossen. Und jetzt können wir eben die Fläche dieses Dreiecks berechnen. Das ist genau 1/2 mal cb mal db. Das haben wir hier gemacht. Das ist gleich minus 1/2 mal e hoch x0 mal 1 minus x0 zum Quadrat. Wir wissen, d ist e hoch x0 mal 1 minus x0. Das haben wir hier eingesetzt. Und mit dem wird das eben zum Quadrat. 1/2 kommt hierher und das Minus eben von da. Wir wissen natürlich, das Minus wird daher, da ja die Strecke db auf dem negativen Bereich der x-Achse verläuft. Aber eine Fläche ist natürlich immer positiv. Wir nehmen also den Betrag davon und da kommen wir eben zu diesem Ausdruck hier, 1/2 e hoch x0 mal Klammer 1 minus x0 zum Quadrat. So, und genau das wollen wir maximieren. Wir müssen also ableiten. Nach was? Nach x0 natürlich. Nur zur Erklärung nochmal, warum x0 ableiten. Wir wollen ja genau, also a hat ja die Koordinaten x0, y0. Und wir wollen ja genau dieses Dreieck maximieren und zwar müssen, und jetzt müssen wir jenen Punkt x0 finden, wo eben dieses Dreieck, Dreieck maximal wird. Also wir haben f' vom Dreieck x0, soll das heißen, ist gleich. Können wir das nochmal ansehen. 1/2 können wir vorziehen. Dann e hoch x0 abgeleitet gibt eben e hoch x0 mal diesem Ausdruck. Minus, wenn wir das ableiten, ist eben die äußere Ableitung 2 mal 1 minus x0 mal der inneren Ableitung. Und das gibt eben minus 1. Deshalb haben wir hier das Minus. Mal e hoch x0. Und da können wir ausquadrieren, das haben wir hier gemacht. Und wenn wir das rein multiplizieren, kommen wir auf diesen Ausdruck hier. Also e hoch x0 mal 1, e hoch x0 mal diesem Ausdruck kommen wir auf das. Und e hoch x0 mal x0 zum Quadrat kommen wir auf diesen Ausdruck. Minus 2 e hoch x0 plus 2 x0 e hoch x0. Gut, das können wir jetzt zusammenfassen. Hier bleibt nur 1 übrig. Das fällt komplett weg und x0 Quadrat e hoch x0 haben wir noch. Also kommen wir auf diesen Ausdruck. Das ist jetzt die Ableitung davon und das setzen wir jetzt 0. Genau dann erhalten wir eben Minima und Maxima. F' eben von x0 gleich 0 gesetzt. Das können wir schreiben, 0 ist gleich diesen Ausdruck hier. Die 1/2 können wir sofort streichen. Jetzt können wir im nächsten Schritt noch e hoch x0 hier rausheben. Wir wissen, das wird nie 0, also können wir das auch durch das dividieren. Und somit bleibt nur noch dieser Ausdruck übrig, der 0 werden kann und das wird da genau für plus minus 1, also wenn x0 plus minus 1 wird. So, wenn x0 genau 1 ist, dann wird die Fläche hier genau 0, also muss das das Minimum sein. Wir nehmen natürlich x0 gleich minus 1, da haben wir ja auch einen Hinweis in der Angabe sogar gegeben, x0 soll eben kleiner 0 sein. Und da bleibt eben x0 minus 1 über
Und wenn wir das hier einsetzen in diese Flächengleichung des Dreiecks, dann bekommen wir, da ist nochmal ein Dreieck, soll das sein. Hier haben wir jetzt für x0 eben den Wert minus 1 eingesetzt. Erhalten wir das hier, das gibt eben 2 und zum Quadrat ist 4, dividiert durch 2 gibt eben 2, haben wir e hoch minus 1 mal 2, beziehungsweise eben 2 über e. Und daraus folgt, das gibt ungefähr 0,7358 Flächeneinheiten. Okay. Das ist auch die Lösung. Damit wären wir mit dieser Aufgabe schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare und natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid auf unserem Kanal Mathepool. Bis dann. Adieu.